Ich meine, sicherlich, man muss ein Spiel immer als Ganzes sehen. Das Spiel entwickelt sich, ja, das war jetzt mal klasse gespielt von Annemarie Rahn auf Laura Stemme. Ja, aber man sieht ja auch ganz klar, Stralsund gibt sich hier nicht auf, also noch ist da alles drin und man will auch da sicherlich, auch wenn man die Außenseiterrolle hier bei diesem Spiel ganz klar hat, gibt man sich hier, denke ich mal, heute nicht unbedingt geschlagen. Nein, das sowieso nicht. Man ist ja, man als Außenseiter, das ist ja das, warum man dann auch im Profibereich oder im Erwachsenenbereich dann gerne sagt, ja, nee, also wir sind da schon, die anderen sind da schon Favorit. Als Mannschaft, die eben nicht der Favorit ist, der Außenseiter in einem Spiel, das hat man natürlich auch wenig zu verlieren. Ja, man kann befreiter aufspielen. Man hat im Prinzip ja sich sein Ziel schon gesetzt, dass man einfach nur ein vernünftiges Spiel abliefert. Wenn man dann noch so gut mithalten kann, dass man eventuell auch einen Sieg herbeiführen kann, denke ich mal, ist das wesentlich einfacher als favorisierende Mannschaft, die weiß, wo der Druck ist, die in der Verpflichtung ist zu gewinnen, hier ganz klar. Das ist natürlich für eine Außenseitermannschaft immer einfacher. Obwohl ich jetzt Stralsund nicht als Außenseitermannschaft unbedingt bezeichnen möchte. Auch sie haben sicherlich ihre Stärken. Und die spielen so bis jetzt hier ganz gut aus. Es steht 6-4 nach 11 Minuten. Ich denke mal, das ist ein akzeptables Ergebnis für Stralsund. Ja, das kann man nicht so sagen. Aber es fehlt so ein bisschen der Druck. Man hat auch gesehen, wenn man die ersten Minuten bei Grün-Weiß gesehen hat, mit welchem Schwung die in dieses Spiel reinkamen. Wie schnell sie diese Angriffe gespielt haben. Und auch wie gut die Abwehr da steht. Und da ist jetzt der Block und da gibt es Einwurf von der Ecke. Es ist jetzt auch passives Spiel angezeigt. Es fehlt einfach der Zug zum Tor. Auch wenn sie jetzt den immer sucht und den Treffer macht, Christi Mauritz. Das sollten wir öfters so sagen, weil jedes Mal, wenn wir was sagen, dass etwas fehlt, dann wird es sofort umgesetzt. Ja, so, wenn das wirklich so gut funktionieren würde, sollten wir beide Trainer werden. Ja, das Angebot von Steffen habe ich ja schon mal bekommen, auf der Trainerbank Platz zu nehmen. Bis jetzt hat er es noch nicht eingelöst. Ja, Andersen. Das Tor von Christine Vogt von der Außenseite. Die schwierige Position, da sieht die Torhüterin Lisa Wulff nicht so gut aus. 7-5 aus der ganzen Ecke. Darf der Ball natürlich nicht rein. Da nickt sogar der Trainer. Auch da jetzt mal der Wechsel, aber es fehlt da der Schwung. Doch, jetzt kommt. Mal gut, sie in der gute Karte, aber die Abwehr auch gut gestellt. Da gab es nur einen Weg, wo der Ball durch konnte durch den Block. Und da steht der Torwart und jetzt haben wir eine Verletzung hier direkt vor uns und das sieht nicht gut aus. Ja! Laura Stammer. Und Auszeit hat sie sich wehgetan, die Lisa Marie Menzel. Ist sie blöd gefallen, aber es geht scheinbar weiter. Das ist immer nicht schön, so eine Verletzung dann direkt hier vor uns. Ja, hat sie sich wohl ein bisschen das rechte Fußgelenk ein bisschen angeknackst. Ja, aber... Aber sie steht wieder auf, spielt wieder. Ja, wir werden es gleich mal ein bisschen beobachten, aber da nutzen sie die Lücke gleich, die Stralsund, ne, Laura? Zich? Ah, der hat Schmerzen beim Laufen, sehe ich das richtig? Ja, wir werden das gleich mal beobachten. Und sie hat erstaunlicherweise ein Taschentuch in den im Socken. Ist der Fuß manchmal schon angeschlagen gewesen? Ja, vielleicht haben die, ich weiß jetzt nicht, haben diese Hosen, die sie tragen, vielleicht gar keine Taschen. Gut, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Jennifer Kriegsmann mit dem Treffer jetzt aus dem Sprungwurf. 8-6, auch das wäre natürlich eine Möglichkeit. Aber nee, natürlich, du hast natürlich recht. Sinne Sport, Hosen haben an sich keine Taschen. Und da sind die Socken natürlich die Möglichkeit. Ja, besonders die Frauen sind ja auch relativ kultivierter bei den Männersportarten wie beim Fußball. Sieht man das ja öfters mal, dass es da doch recht, naja, ich will jetzt nicht sagen, rüde zugeht. Auch was die Verhaltensform angeht. Ja, übertreten. Laura Zich haben sich schön freigespielt eigentlich. Naja, Jennifer Kriegsmann mit etwas beim Schwung, sie kommt. Ruckt keiner raus aus Stralsund, das reklamiert ihr da drin aus. Niemand kommt raus, stört sie und dann steigt sie natürlich hoch und bringt den Ball im Tor unter. 9-6.
einfach mal gefangen, aber es gibt Freiwurf. So, und jetzt gucken wir mal ein bisschen kurz auf die Statistik. Weil Schwerin hat ja schon in der Hinrunde gegen den Stralsunder HV gespielt und 45 zu 18 gewonnen. Ja, und das müsste eigentlich einiges sagen über dieses Spiel, dass man auswärts klar gewinnt. Und jetzt gibt es die Auszeit für den Stralsunder HV hier direkt vor uns genommen. Aber danach sieht das Spiel hier im Moment nicht aus. Schwerin noch recht behäbig im Spiel, noch nicht wirklich drin, auch wenn die Anfangs die ersten Minuten noch recht schwungvoll waren. Bis jetzt ein bisschen ruhig. Ja, ein bisschen ruhig, und auch jetzt bin ich mal einfach gespannt, wie sich die Auszeit jetzt auswirkt. Wir haben das ja schon erlebt gehabt, die Auszeit genommen vom Gegner. Und man hat in der eigenen Mannschaft doch die richtigen Impulse mit einflößen können. Und auch dieselbe Möglichkeit hat Grün-Weiß-Schwerin jetzt natürlich, hier wieder auf eine klare Richtung zu kommen, denn ohne Stralsund zu nahe treten zu wollen, das, was Grün-Weiß zeigt, ist für die eigenen Ansprüche zu wenig. Ja, auch hier muss auch alles seine Ordnung haben, die Schiedsrichter. Noch einmal abgeglichen mit dem Kampfgericht, dass es alles läuft und richtig ist. Und auch da eine ruhige und gute Leitung in diesem fairen Spiel. Mhm. Und Druck, los! Und jetzt sagt er. Stralsunder Trainer genau das, was ich vorher auch ansprach. Druck entwickeln. Wir müssen Druck auf die Abwehr ausüben. Aber auch das passiert hier nicht so richtig. Und genau das, was er selber sagt. Und dann sagt Jennifer Kriegsmann da. Und das war das Tor für Jennifer Kriegsmann, die gelbe Karte gegen Christi Mauritz. Aber das war natürlich ein Schrittfehler. Zehn zu sechs. Gut gesehen dabei, weil Schwerin, das funktioniert viel besser, wenn die Straße ein bisschen auf die Abwehr rausgehen, dann versuchen Druck auszuüben. Und das ein wunderschöner Pass und natürlich auch mit dem Torerfolg super gesehen von Jennifer Kriegsmann, den Pass dort direkt vor die Linie des 7-Meter-Raums, 6-Meter-Raums, Entschuldigung, auf Christine Vogt, die dann Tor macht. Aber was ich gerade sagen wollte, wenn die Straße so ein bisschen auf die Abwehr raufgehen, man sieht sehr schön, wie die Abwehr von Grün-Weiß-Schwerin rausrückt, Druck ausübt und damit es den Straße so einfach unheimlich schwer macht, Lücken zu finden. Ja, auch die Schweriner Mannschaft recht groß gewachsen, größtenteils, gerade im Zentrum, wo es einfach dann schwierig ist, auch immer einfach aus der zweiten Reihe zu werfen. Ja, und jetzt war der Ball eigentlich über die Mittellinie. Oh. Aber der Pfostentreffer von Laura Zich. Aber der schnelle Ball muss natürlich ankommen. So, und damit wir dann auch in diesem Spiel unser Phrasenschwein füllen können, ne, erst hatten sie kein Glück und dann gab es auch noch Pech dazu. Ja. Und auch da wieder schwacher Pass. Der Pass, der darf sie nie spielen, nie im Leben. Aber sie ist schön zwischengegangen, die Annika Blech. Na, und die Straßen haben sehr, sehr große Schwierigkeiten mit dieser 5-1-Deckung der Schwerinerin. Und das ist eine vorgezogene Spielerin, die eine Spielerin in dem Fall jetzt aus dem Gefecht nimmt, ohne direkte Manndeckung zu spielen. Da ist die Lücke da.
Und da ist der Schrittfehler, weil sie nicht weiß, was sie sich selber nicht traut zu gehen, obwohl die Lücke da ist. Und dann nicht weiß, wo sie hinspielen soll. Und dann macht man einen Schritt zu viel. Das ist dann ein Schrittfehler. Und Ballbesitz für die Gegner, in dem Fall den SV Grünberg Schwerin. Ja, und jetzt 7 Meter für den SV Grünweiß Schwerin. Jennifer Kriegsmann. Na, geht er rein? Ich denke mal, ne? Ja, ich denke, Jenny ist ja auch, wenn die Torhüterin das ganz gut macht, sie verwirren will. Sicher verwandelt. War nicht anders zu erwarten. Jennifer Kriegsmann auch mit ihren noch jungen Jahren doch schon relativ abgebrüht. Es gibt auch einen Torwartwechsel auf der Stralsunder Seite. Juliane Caro jetzt im Tor. Jetzt haben wir hier so einen Pyramidenaufbau, weil eben diese vorgezogene Abwehr steht von Grünwald-Sperrin. Oh, Schrittfehler nicht geahndet. Und zurück! Und der Pass von Kriegsmann kommt nicht an bei Annika Blech. Aber man sieht auch bei ihr die Übersicht, die Jenny da hat, ganz einfach den Spieler schon rechtzeitig zu sehen. Auch wenn der Pass jetzt in diesem Fall nicht angekommen ist, da hat die Verteidigung bei Stralsund recht gut aufgepasst. Aber die Übersicht, das macht einen guten Spieler aus, zu sehen, wo ist der bessere Spieler, wo. Wer hat mehr Chancen auf den Treffer und auf den schnellen Treffer auch, weil ich denke mal, das ist auch wichtig beim Handball, dass die Treffer nicht unbedingt großartig verschnörkelt sind, sondern einfach schnell gespielt und einfach das Ergebnis zählt. Ja, in dem Moment war ein bisschen Schnörkel war da drin. Aber grundsätzlich, man hat es angesprochen, gerade bei Jennifer Kriegsmann sieht man das gerade, das zielstrebige Spiel nach vorne, sofern der Ball irgendwie da ist, auch den Pass nach vorne gesucht und gespielt und damit diese Tormöglichkeit und das Tor möglich gemacht. Und jetzt anziehen! So, jetzt anziehen, jetzt wollen wir mal gucken, ob ich Stralsund anziehe. Jetzt versuchen sie mit einer Variante, versuchen sie da die Abwehr ein bisschen aufzureißen. Und da hat sie sich eine schöne Lücke gesucht und holt den 7 Meter. Laura. Jennifer Benke und Laura Posselt jetzt beim 7 Meter gegen Anna Hahn. Aber ich denke mal, auch dieser wird den Weg ins Tor finden. So ist es. 13 zu 6. Da hast du nicht Unrecht gehabt. 13 zu 7 natürlich. Schnell gespielt und jetzt auf Stürmerfoul entschieden. Weil da wollte sie durch eine Lücke durch, die einfach nicht mehr da war. Schlechter Pass und jetzt. Muss der Freiwurf richtig ausgeführt werden. Und jetzt versucht Stralsund gleich schnell mit Schwung zu kommen. Das sah nicht schlecht aus. Auch wenn da eigentlich keine Wurfmöglichkeit war, aber zumindest der Drang nach vorne auf die Abwehr zu stoßen, die einfach unter Druck zu setzen, war gegeben. Aber wenn der Mitspieler das Kreuz sich mitzieht und wieder der Pass, wo Blech zwischenlaufen kann, Stammer und der Treffer. 14-7 und da sieht man gerade gut, wie man erfolgreich Handball spielt, aus einer sicheren Abwehr heraus die leichten Tore werfen, so. Ja, plädiert man es. Ist schönes, schnelles Konterspiel.